Wir wurden um 0.52 Uhr zu einem gemeldeten Brand-Pkw alarmiert. Beim Eintreffen hat sich die Lage bestätigt. Der Pkw war im Vollbrand. Wir haben uns dann gleich ausgerüstet unter Pressluftatmer und haben dann gleich mit den Löschmaßnahmen begonnen. Zur Lage, es waren zwei Personen im Fahrzeug, die sind glücklicherweise noch rausgekommen. Der Pkw wurde dann von uns abgelöscht und dann die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Auch die Lage des Pkw ist wahrscheinlich erst einmal für einen Pkw-Brand, wie man es eigentlich kennt, auf der Straße oder auch für solche Löscharbeiten schon ein bisschen auch unwegsam für die Feuerwehr an der Stelle hier, oder? Ja, das hat sich gezeigt, dass der Pkw nicht auf der Straße war, sondern im Waldgebiet. Glücklicherweise hat es dann vorher geregnet, das war Glück, sonst hätten wir da jetzt noch einen Waldbrand gehabt. Ja, also wie gesagt, die zwei Personen, die haben 1000 Schutzengel gehabt. Die Beifahrertür, die war versperrt und glücklicherweise konnten sie sich dann über der Fahrertür retten. Von der Feuerwehr Schneid, wir waren jetzt halt mit zwei Fahrzeugen alarmiert. Gleichzeitig wurde noch die Feuerwehr Michelau mit alarmiert, mit ihren 40.1 und ihren 23.1, da die Löschwasserversorgung hier auf der LIF 27 schlecht war. Deswegen haben wir dann gleich die Kollegen von Michelau mit nach alarmiert. Und die Kollegen von Buch, die haben dann, sind dann, haben wir auch mit nach alarmiert und die haben dann die Straßensperrung übernommen.